Also ein Spengler hat man mit einem sehr dünnen Material zu tun. Das heißt, man muss ein Gefühl aufbauen für das Blech, für das Material. Man muss das Material spüren, und man muss das Werkzeug spüren, man muss ein Fingerspitzengefühl haben, damit man dieses Handwerk lernen kann. Der größte Vorteil in unserer Firma ist der, dass ich das Handwerk von meinem Vater gelernt habe und der wiederum von seinem Vater, das heißt von meinem Großvater. Für uns ist es ganz wichtig, immer neue Marktschienen zu suchen. Und wir wollen diese dann auch immer selbst anbieten und produzieren können. Durch ausgereifte Technik und durch geschulte Mitarbeiter, auch Zusammenarbeit, wirklich enge Zusammenarbeit mit der Industrie und hochwertige Produkte, welche bei uns nur verwendet werden. Das Prefer Langzeitdach zeichnet sich dadurch aus, dass es extrem leicht ist, eine Verfalzung hat, die wasserdicht ist, schlagwasserdicht ist und beinahe jede Dachform damit verdeckt werden kann. Weil wir überzeugt sind, dass Metalldächer sehr langlebig sind, dadurch wenig Wartungskosten anfallen und 1993 mein erstes Dach auch ein Präferdach war, das ich verkauft habe. Also in der Dachdeckerei ist die Vorarbeitung zu 100% Handarbeit, außer die Hebearbeiten mit dem Kran oder mit dem Aufzug. Aber das Verlegen des Deckungsmaterials wird immer von Hand ausgeführt. Dadurch wird es auch nie aussterben. Und was gibt es Schöneres, als auf einem Gebäude sein Handwerk zu sehen, das sehr architektonisch anspruchsvoll ist?